Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, kommt alle rein hier in den Clan Deutschland Ad, denn wir wollen hier noch einen Clankrieg spielen, bevor die Liga losgeht. Also, Clan-Beschreibung steht auch, ich hatte das gestern ja schon gesagt, offen für SCCWL, steht übrigens für Supercell Clan War League. 15 oder 30er, wissen wir noch nicht, Grüße. Und wir haben hier jetzt im Moment 9 Spieler drin, wobei so ein paar hier unten, Bänder, glaube ich, Hausmeister, die werden da nicht mitmachen. Frei weiß ich noch nicht genau, ob der mitmacht, aber der Rest wird heute noch einen Clankrieg spielen hier, also zumindest mit dem Neunern werde ich das machen. Der hat noch ein bisschen, ja, eine Stunde 50 noch Schild, beziehungsweise ist noch gesperrt, aber die anderen hier, glaube ich, ja, der Flutlicht ist jetzt auch frei, der war gestern noch gesperrt, dann können wir nämlich heute noch mal starten, bevor die Liga startet. Die Liga startet in einem Tag und 21 Stunden, also kommt ihr alle rein, ich blende euch noch mal die Tech ein. Mein Clan hier, wir spielen übrigens Gold Liga 2, also ja, Rathaus 7 könnte hier noch passen, ich weiß es nicht genau, Leute, ich kann es ganz, ganz schlecht einschätzen. Aber das nochmal die Tech hier, QCG, VR, J00 oder OO, das ist, glaube ich, egal, wie man das schreibt. Ihr könnt also auch beides nutzen. Da wurde ich schon wieder von einem Telefon genötigt. Also das nochmal die Tech hier, ich werde die Tech auch in die Beschreibung reinpacken. Ist ein kurz knappes Werbevideo. Ich meine, da oben steht zwar die ganze Zeit Werbung, nee, stand nur einmal kurz Werbung, aber das sollte nur Werbung für den Clan sein hier. Also wer noch keinen Clan hat und hat ein bisschen Bock hier mit mir die SCCWL zu spielen in einer etwas kleineren Liga, der sei hier willkommen. Aber ihr seht das, ich bin hier auch guter Dinge mit meinen kleinen, mit meinem kleinen Nurashi hier. Ich muss hier gewinnen. Ich muss hier gewinnen. Also ich habe hier noch ein, zwei Tage im Pass zu spielen und möchte natürlich möglichst viel noch aus dem Pass rausholen. Allerdings, mir fehlt der King noch. Mir fehlt der King noch und den würde ich natürlich echt gerne reinspielen hier. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Den könnten wir packen. Ich muss immer mal checken, ob der was in der Clanburg hat. Hat nichts in der Clanburg. Aber super. Das ist super. Dann können wir hier, glaube ich, mal das Ding hier kaputt machen. Gucken wir mal eben. Das Ding nennt sich übrigens Minenwerfer. Jawohl, den haben wir schon mal gepackt. Und wo tut es jetzt am meisten weh? Ich glaube, hier tut es am meisten weh. Dann nehmen wir unsere Clanburg hier. Ich habe 5 Magier. Das ist nicht viel, aber ich habe jetzt natürlich keinen Minenwerfer mehr. Komm, ihr braucht nicht da lang gehen. Ah doch, hier unten ist noch ein Minenwerfer. Hi, okay. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, Leute. Wir müssen nur gewinnen. Dann holen wir uns das Rathaus hier und die Ressourcen. Meine Magier reißen es da doch irgendwie nicht, aber die Kollegen Kobolde hier, die reißen es mal eben, das machen die da außen, jawohl, und dann holen wir uns wenigstens so ein bisschen hier raus, aus den Lagern, jawohl, das ist schon mal ganz gut, 80.000 sind da, oh, 80.000 Gold noch, komm, jawohl, das machen die und gewonnen haben wir auch schon wieder, das ist super. Denn ich glaube, das ist mein vierter Gewinn in Folge. Das heißt also, ich kriege hier noch Punkte. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte ich mit dem Account hier noch packe. Aber ist natürlich super jetzt im einem Game Boost. Den nehme ich auch in jedem Fall mit. Und jetzt machen die Kobi schon die Dev. Das ist auch super. Allerdings, der Minenwerfer. Komm. Mach die Kanönchen. Ah, schade. Okay, die gehen jetzt, die latschen jetzt erstmal ganz behende nach außen. Aber wir haben schon 74%. Ich glaube, das können wir ihm dann auch lassen und damit kriegen wir in jedem Fall immer vollen Bonus, 240.000 nochmal hier mit rein und dann werde ich auch mal nochmal einen Schub anschmeißen. Hier, ein Gem ist echt geil, echt nice. Ich habe im Moment keinen Bob frei und frage schon mal ein paar Truppen an. Jo, das mache ich einmal hier und dann habe ich hier jetzt auch schon 8, da waren sie 4 mehr Spielerkämpfe, also ich will mal sehen, wie viel hier noch geht auf die Kürze. Man muss Rathaus 7 sein, um hier den Pass zu spielen. Deswegen wollte ich auch unbedingt Rathaus 7 sein. Ich weiß, sieht gruselig aus. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, Leute. Ich mache noch irgendwas Tolles, machen wir aus diesem Account hier noch. Aber kommt hier erstmal rein in den Clan Deutschland-Ad. Wenn ihr also ein, sagen wir mal, 8er, 9er, 10er habt. Ich denke mal, 10er brauchen wir oben auch so ein paar für so ein paar Bowler. Aber ich glaube, ein paar Spenden-Accounts haben sich auch schon angesagt. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also, wenn ihr Lust habt, kommt hier ruhig wieder rein. Minimum 15er werden wir auch wieder hinkriegen, glaube ich. Wenn es ein 30er wird,
auch nicht schlecht. Ich werde es auch nochmal im Community-Tab, glaube ich, morgen auf YouTube veröffentlichen. Werde es nochmal heute Abend im Livestream sagen. Also machen wir mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, Klamburg wieder voll. Okay, dann können wir wieder Gas geben. Ja, SCCWL, ich freue mich. Einerseits freue ich mich drauf, andererseits weiß ich nicht. Im Moment ist alles sehr, sehr gruselig, was um Clash of Clans geht. Es gab zwar dieses kleine optionale Update, aber das war dann auch eher für Rathaus 12 und nicht für andere Rathausstufen. Und ja, ich weiß nicht, im Moment sind auch die Aufrufe auf meinem Kanal unterirdisch, muss ich sagen. Entweder bin ich so schlecht oder das Spiel ist so schlecht, keine Ahnung. Oder das Spiel ist so uninteressant, dass ich es noch uninteressanter mache. Ich weiß es im Moment nicht, warum das so ist, aber ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, den das betrifft. Im Moment, glaube ich, gibt es niemanden großartig, der mit Clash of Clans hier noch den Hype wegreißt. Ist leider so, das Spiel lässt es auch nicht wirklich zu, aber ich habe auch schon so ein bisschen Rush Wars wieder für euch aufgenommen. Da bin ich ein bisschen weiter und ja, mal gucken, die anderen beiden Games von Supercell spiele ich ja auch immer ganz gerne nebenbei. Mal sehen, ob ich da nicht ein bisschen was live streame oder irgendwas mal live mache mit euch. Ja, liegt ja mal an, mal einfach mal ein bisschen was anderes zu machen, so zur Abwechslung. Vielleicht regt es auch den einen oder anderen an, auch mal selber etwas anderes zu spielen. Zau 262, aber ja, das ist mir auch ein bisschen schwierig, glaube ich, mit dieser Armee hier. Da brauchen wir was Leichtes. Der sieht leicht aus. Ja, der sieht leicht aus. Aber ob er jetzt wirklich leicht ist, das wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Mal sehen. Da. Ich habe auch wieder so viel Kobolde dabei, dass wir in jedem Fall das Rathaus irgendwie erwischen. Machen wir das da mal. Wo ist seine Clanburg? Da habe ich immer ein Problem, wenn die mit Clanburg kommen. Jetzt wollen die natürlich alle da rein. Ich weiß gar nicht, warum geht ihr denn nicht da rein? Ja, okay, dann gehen da jetzt mal meine Magier rein. Würde ich mal so sagen. Und ich habe hier ja auch noch ein paar Magier. So sieht das Ganze ganz schick aus. So, hier müssen wir wieder einen von, glaube ich, kaputt machen. Denke ich mal. Und da haben wir schon mal das Loch. Oder die kleine Lücke. Ich hatte die Tage ja schon Probleme mit dem Loch, das ich nicht gefunden habe, weil keine Haare rum waren. Habe ich dann gewettert. War natürlich ein kleiner Scherz. Und können wir die nicht dann noch kaputt machen? Das wäre noch ganz schön. Aber wir haben den einen Stern. Ah, okay, wir haben den einen Stern. Das reicht uns. Und wir haben diesen Loot bekommen. Das reicht uns mit dem Rathaus hier. Ist ja, ja, aber ich glaube, die Magier waren jetzt die bessere Wahl. Denn noch mehr Riesen bringt es dann auch nicht. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme mal lieber ein paar Magier noch mehr mit. Haben zwar nur den einen Stern gemacht, aber das zählt in jedem Fall 40% zur Gesamtzerstörung bei. Ich biete das nochmal aus. Und mal gucken hier. Mauern habe ich eben schon gemacht. Ja, so ein paar Spiele kann ich natürlich gar nicht machen. Oder hab sie verpasst, weil ich noch kein Rathaus 7 war. Das heißt, die Clan-Spiele, schade. Ich habe 600 Punkte, habe ich extra noch gemacht. Im Nachtdorf, das kriege ich noch auch noch irgendwie hin. Ja, ich bin da zuversichtlich, spenden kann ich auch. Das kriege ich noch hin, da mogel ich mich durch hier mit dem Schief barfuß. Dem spende ich einfach immer alle 10 Minuten 5 Truppen und dann kriege ich das auch rum. Die anderen Sachen sind dann doch ein bisschen utopisch, hier 1,5 Millionen hier rauszusammeln. Ja. Und hier sind es 6.250.000. Alles klar, Toto. Okay, das kriegen wir nicht ganz hin, denke ich mal. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten in anderthalb Tagen. Aber einen kurzen Cut machen wir noch. Alle guten Dinge sind 3. Yo, die Base machen wir in jedem Fall. Ich gucke mal, ob der hier irgendwas hat. Ah, nur so ein kleines Bömmchen. Ja, das kriegen wir mit unseren Kobolden sicherlich hin. Aber wir nehmen unsere Riesen, glaube ich, da rein und wählen jetzt hier die paar Mauerbrecher. Jetzt muss ich eben mal wieder gucken, wo ich denn was wegblitze. Ich glaube, die hier blitzen wir mal weg. Ist das mit einem geschehen? Ah, noch nicht mal mit einem geschehen. Okay, dann nehmen wir hier unsere Clanburg wieder mit rein und unsere paar Kobolde von dort. Und wir können die Kobolde auch hier reinschicken ans Rathaus, denn das Rathaus ist ja auch ein Gebäude, was Ressourcen in sich trägt. Da haben wir schon mal weg. Und oh, dann überlaufen wir die Base eben mal mit unseren vielen Kobis. Also so können wir es hier machen. Und so habe ich dieses Video jetzt auf über 10 Minuten gedrückt. Damit habt ihr kein werbefreies Video. Schade auch. Seht es mir nach. Aber sollte eigentlich nur ein informatives Video sein, dass wir hier
die CWL wieder spielen und ich euch wieder einlade, mit mir hier so ein bisschen die CWL zu spielen. Oh, wir haben sogar die Clanburg geschafft. Die habe ich diesmal mal nicht gelockt, auch nicht schlecht. Und meine Kobolde helfen hier jetzt schon beim Zertrümmern der gesamten Base. Das ist sehr, sehr gut. Einen einzigen Tank habe ich allerdings. Das ist nur, oh, was sind da gerade viel weggeflogen. Ja, okay. Da fliegen die Grünen einfach mal wieder weg. Also, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, auch wenn sie kurz und knapp war, dann lassen wir am Ende einfach einen Daumen da und wir sehen uns in weiteren Folgen. Dann mit mir, dem Thorsten, der jetzt noch gerade so diese Base hier nicht mehr schafft. Oder schaffen wir es noch? Schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Da können wir aufgeben. Wir haben nur 89%. Also, lasst mir einfach einen Daumen am Ende nach oben da und dann sehen wir uns in weiteren Folgen wieder. Beziehungsweise wir sehen uns dann auch im Clankrieg. Hoffentlich wieder. Ja, ich hoffe, wir sehen uns hier im Clankrieg. Einige kommen jetzt schon rein. Ich habe hier gerade jemanden aufgenommen. Vorgestellt habe ich mich schon. Alles klar. Wir können dann heute Abend noch einen Clankrieg starten. Bis dahin, euer Toto. Bestimmt.